Ja, dann hallo und herzlich willkommen zum nächsten Talk im Henny-Brenner-Saal. Ich habe hier Anne Herpertz bei mir, Sprecherin vom Bündnis Dresden Widersetzen und Stadträtin für die Piraten in Stadtrat Dresden. Und sie wird uns jetzt mitnehmen zu einem Vortrag von Opfermythos und Gedenkzirkus. Ich glaube, viele von euch kennen das drumherum um den 13. Februar. Und wenn nicht, wird es euch Anne jetzt erklären. Ja, danke schön und auch hi von mir in die Runde. Wir steigen direkt erstmal ein. Eine Chronologie gibt es dann später noch. Wer sind wir eigentlich? Vielleicht haben noch nicht alle von Dresden Widersetzen gehört. Wir sind ein überparteiliches Bündnis, das sich im November 2022 gegründet hat. Grundsätzlich haben wir zwei Ziele eigentlich schön umrissen. Nazi-Aufmärsche stoppen ist das eine, wenig überraschend, natürlich auch mit Mitteln des zivilen Ungehorsams. Wir machen die Orga und die Mobi für die Gegenproteste am 13. Februar und rundherum und auch Demo-Trainings und so weiter. Das zweite ist eher eine Sache, die erstmal ein bisschen komisch vielleicht daherkommt, aber klar, das Gedenken abzuschaffen, das öffentliche Gedenken. Und wir machen das vor allem mit bildungspolitischer und erinnerungspolitischer Arbeit. Wir wollen Schluss mit diesem Fokus auf das deutsche Leid. Wir stellen uns gegen das Versöhnungstheater oder auch das Friedenspalaver rund um den 13. Februar und wollen vor allem eine Erinnerungskultur gestalten, die an die Verfolgten und Opfer des NS-Regimes erinnert. Daher ist auch ein bisschen so diese Grundfrage, wie sieht überhaupt Erinnern aus, was Verantwortung übernimmt. Worum geht es heute so ein wenig? 2025, also jetzt im kommenden Februar, jährt sich der 13. Februar zum 80. Mal. Viel wichtiger ist eigentlich der Holocaust-Gedenktag, der 27. Januar, der sich ebenfalls zum 80. Mal jährt und auch beispielsweise 86 Jahre nach der Reichspogromnacht, bei der in Dresden die Semper-Synagoge zerstört wurde. Dennoch, und das sagt schon die ganze Komik darüber aus irgendwie, der 13. Februar scheint irgendwie wichtiger zu sein als diese anderen Gedenktage. Und wir fragen uns heute so ein bisschen, warum eigentlich? Also woher kommt eigentlich dieser Opfermythos und warum ist er vor allem in Dresden auch heute noch so stark? Und das alles wird verbunden mit dieser klaren Forderung zu erklären, warum wollen wir das kollektive und öffentliche Gedenken in Dresden abschaffen? Grundsätzlich gilt, jede Form der Mythosbildung zu diesem Tag ist zu kritisieren und aufzuarbeiten, nicht nur diese offensichtliche der Neonazis, die sich hier versammeln. Und genau das ist auch Aufgabe dieses Vortrags. Denn Überraschung, in diesem Vortrag geht es nicht nur um alte oder neue Nazis, sondern vor allem um die Stadt Dresden und ihr bürgerliches Gedenken. Ich kann so halb noch in den Saal gucken. Ich habe eine kleine Aufgabe, einfach nur mal schauen, wer von euch kennt dieses Bild? Einfach mal Hand hoch, Hand nicht hoch. Wer kennt dieses Bild? Sehr wenige. Das ist so ein bisschen Symbolbild. 13. Februar. Wir haben hier den Oberbürgermeister Dirk Hilbert, der im Sachsenspiegel das Interview zum 13. Februar und der Menschenkette gibt. Und da hinten links haben wir Michael Brück, Neonazi, damals aus der Dortmunder Szene, jetzt schon lange bei Pro Chemnitz dabei und faktisch so ein bisschen die rechte Hand vom Kohlmann, dem Vorsitzenden von den Freien Sachsen. Und das ist so ein bisschen Symbolbild Menschenkette. Wie ordnen wir das Ganze? Wir arbeiten einfach diesen Opfermythos ein bisschen historisch auf heute. Wir starten beim alten Dresden bis quasi zum Nationalsozialismus, dann Dresden im Nationalsozialismus, das Gedenken in der frühen DDR hin zur Friedensbewegung in der DDR, und dann zur Wende und dem nationalen Taumel der 1990er und schauen uns dann quasi nochmal die vergangenen Jahre und das heute an und was es da alles ganz klar zu kritisieren gibt. Das alte Dresden bis 1933 ist geprägt mit diesem, ihr kennt das wahrscheinlich, dieses barocke Stadtbild, August der Starke, die prunkvolle barocke Metropole Dresden, die immer irgendwie auch daherkam mit einer gewissen Überheblichkeit, einer gewissen Selbstgerechtigkeit und Selbstzufriedenheit mit dieser Barockpracht. Außerdem ist Dresden schon lange bekannt für seine antidemokratischen und antiaufklärerischen Traditionen, sowohl auch für Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus. Hat auch in Dresden eine lange
Traditionen. Menschen jüdischen Glaubens wurden, wie über alle Jahrhunderte hinweg, natürlich auch in Sachsen stark bedrängt. August der Starke gab ein paar wenigen, da er sich finanzielle Mittel erhoffte, die Möglichkeit, in Dresden zu leben. Aber immer wieder wurden die Möglichkeiten der Menschen, in Dresden zu leben, eingeschränkt. Erst 1837 erhielten Jüdinnen das Recht, eine Religionsgemeinschaft zu bilden. Die Synagoge wurde dann gebaut und 1840 eingeweiht. Die vollen Bürgerrechte erhielten Jüdinnen und Juden erst 1869 und 13 Jahre später, 1882, war Dresden die Gastgeberin des ersten internationalen antijüdischen Kongresses. Das heißt, wir haben da quasi so diesen Urpunkt der Entstehung dieser barocken Kunst- und Kulturstadt, die doch nur unschuldig sein kann. Wie unschuldig Dresden tatsächlich war, nämlich absolut überhaupt nicht, sehen wir uns, wenn wir Dresden im Nationalsozialismus betrachten. Könnt ihr ja vielleicht auch mal abgreifen, wenn man ja über Dresden spricht, geht es meistens irgendwie nur um den 13. Februar und es geht irgendwie, gesprochen wird ziemlich wenig über alles, was davor war. Dresden war schon vor 1933 eine NSDAP-Hochburg. Es gab eine wirklich lange Traditionslinie. Dresden war dann eben Gauhauptstadt von Sachsen. Gaulauter und Reichsstatthalter wurde Martin Butschmann, der dann auch Ministerpräsident von Sachsen wurde 1935. Und da sieht man diese ganze Traditionslinie von August bis Mutsch, so eine antidemokratische und selbstgerechte Eigenwahrnehmung, die immer wieder gespeist wird von diesem Barockstadtmythos. Dresden war eine der ersten Städte, die schon am 8. März 1933 Bücher verbrannt haben, am Wettiner Platz. Es gab in Dresden die erste Ausstellung für entartete Kunst und das auch schon 1933 im Lichthof des Rathauses. Damit zusammen hängt nur vielleicht als Erklärung, entartete Kunst ist das, was von den Nationalsozialisten als schändliche Kunst gebrandmarkt wurde, beispielsweise weil es jüdische AutorInnen oder KünstlerInnen waren oder auch kommunistische KünstlerInnen oder alles, was irgendwie nach Expressionismus aussah, hat nicht ins deutsche Bild gepasst. Am 9.11. dann brannte oder wurde die Synagoge niedergebrannt in der Reichspogromnacht. Dazu muss man auch sagen, das war in Semperbau, also passend in das barocke Dresden. Nur komischerweise hat da... Oh, ich habe es nicht mitbekommen, Entschuldigung. Nun. Zieh es noch mal raus. Ich hätte merken sollen, dass es nicht mehr so hell ist hier vorne. So, es hat sich wieder hier umgeschalten. Es hat vorhin auch einen Moment gedauert, bis es kam. Hat sie Technik zerschossen oder war das mein Laptop? Ja. Jupp, der ist leider aus. Wie lange habe ich es nicht mitbekommen? Es war nicht lang. Der Techniker ist informiert, wurde gesagt. Bis das Bild wieder da ist, es ist jetzt eh erstmal nur viel Text. Dann seid ihr jetzt gezwungen, einfach nur so zuzuhören. Die Bilder kommen dann hoffentlich erst, wenn es wieder funktioniert. Wo war ich gerade? In der Reichspogromnacht 38 wurde in Dresden die Semper-Synagoge zerstört und natürlich Semper-barocke Bauten. Eigentlich ja total wichtig für dieses Dresdner Stadtbild, nur irgendwie war die Semper-Synagoge jetzt nicht so wichtig, was das barocke Stadtbild angeht. Außerdem war Dresden eine von 7 auserwählten Städten, die so neu gestaltet werden sollten in diesen ja, größenwahnsinnigen Vorstellungen der Nazis. Es sollte vor allem auch in der Umgebung vom Hygienemuseum so ein riesiges Gauforum mit einem Aufmarschplatz von 250.000 Menschen entstehen. So, sagst du mir jetzt noch was? Ah, der Stream sieht was. Ach, das ist ja gut. Okay, wunderbar.
dann wenigstens im Stream noch nachzuvollziehen. Genau, außerdem war Dresden, was ja dann immer negiert wird durch diese unschuldige Stadt, eine absolut kriegswichtige Stadt. Es war der drittgrößte Eisenbahnknotenpunkt für Kriegs- und Kriegsindustrie. So, wir haben aktuell ein bisschen Stromausfall. Oh, Stromausfall. Deswegen ist der Beamer aus. Der geht dann gleich wieder an. Okay, na gut, solange die Stream sehen, passt es, ja. Genau, wo sehr viele Industrie stattgefunden hat, Deportationen stattgefunden haben und klar auch die Frontversorgung. Muss ich hier jetzt herangehen? Wenn das Telefon klingelt. Ich lass dich mal rennen, bevor ich die Technik nicht verstehe und wieder irgendwas kaputt mache. Hallo. Hi, ihr ruft gerade im Handy Brennersaal an? Der Beamer ist aus. Ah, okay, das war ein Versehen. Wir haben noch nicht gehört. Na dann. Dann mach es gut, ich leg mal wieder auf. Wir müssen gut, dann wieder eine ernsthafte Stimmung hinbekommen, okay? Ja. Über die Sachen, über die wir trotzdem gerade reden. Ich mach trotzdem weiter. Danke fürs im Hintergrund kümmern auf jeden Fall. Okay. Gut. Machen wir weiter. Dresdner Industrie. Nach den Angaben der Dresdner Industrie- und Handelskammer von 1941 war Dresden einer der ersten Industriestandorte des Reiches. Und bis 1944 war die Mehrzahl der Betriebe fast vollständig auf Rüstung umgestellt. 50.000 Arbeiter haben allein in der Rüstungsindustrie in Dresden gearbeitet. Und diese Arbeit haben vor allem auch Kriegsgefangene und ZwangsarbeiterInnen verrichtet, die in der gesamten Stadt in verteilten Lagern untergebracht waren. Übrigens auch hier in Pieschen im Zentralwerk. Genau. Außerdem war Dresden noch die letzte intakte Garnisonsstadt im Rücken der Ostfront. Und ab Januar 1945 begann der Ausbau Dresdens zum Festungsbereich. Also so viel zu diesem Mythos, der Krieg war im Februar doch eigentlich schon fast vorbei. War er nämlich nicht. Übrigens wurden auch in Dresden kaum Luftschutzbunker gebaut, weil die Behörden unter Mutschmann der Kriegswirtschaft Vorrang gegeben haben vor dem Schutz der Zivilbevölkerung. Es gab in Dresden 5.000 Mitglieder der jüdischen Gemeinde. Ihnen allen wurde die Menschenwürde und bis auf einige wenige das Leben genommen. Wir klatschen jetzt nicht. Ich war gerade bei einem, Entschuldigung. Es waren 5.000 Mitglieder der jüdischen Gemeinde da und fast allen wurde das Leben genommen. 41 Menschen haben überlebt. Ihnen wurde die Menschenwürde genommen und wirklich bis auf ein paar Leute das Leben. Übrigens auch ein wichtiger Fakt, der vergessen wird, dass der 13. Februar verhindert hat, dass die Transporte in die Vernichtungslager, die für den 16. Februar geplant waren, die konnten nicht stattfinden. Ansonsten noch das Namensverzeichnis der am Münchner Platz hingerichteten AntifaschistInnen umfasst 1330 Namen. So viel vielleicht erstmal dazu, dass Dresden in der NS-Zeit ja nur eine Kunst- und Kulturstadt war und absolut unschuldig. Dann gehen wir kurz nach dem 13. Februar rein. Am 13. bzw. in der Nacht zum 14. Februar starben rund 18.000 bis 25.000 Menschen in Dresden. Verwunderlich ist, dass nur Dresden so eine Gedenktradition hat, denn in Hamburg beispielsweise sind 30.000 Menschen verstorben und es sind sehr viele deutsche Städte zerstört worden, teilweise Köln über Jahre hinweg. Aber nur Dresden hat diesen Opfermythos. Und direkt an dem Tag danach startete Goebbels die große Propaganda-Offensive, die von 100.000 bis 200.000 und noch mehr Toten spricht. Also diese Zahlen, die jetzt manchmal noch bei Neonazis im Umlauf sind, sind noch aus dem Reichspropagandaministerium rausgestartet worden. Schon damals sind die Narrative entstanden, es war eine unschuldige Stadt, die Elbflorenz, dieses architektonisch wunderschöne Ding, gleichzeitig verbunden mit dem Vorwurf des Kriegsverbrechens gegenüber den Alliierten, was an Betracht dessen, dass Nazi-Deutschland halb Europa in Schutt und Asche gelegt hat, ein bisschen verhohlen sein könnte, mindestens. Gehen wir zum Gedenken in der frühen DDR. Ganz am Anfang, in den ersten paar Jahren, also so 46 bis 49, war so die erste Phase direkt nach Kriegsende.
Da ging es vor allem wenig um Trauer, um das alte Dresden. Das stand da nicht im Vordergrund. Es gab kleinere Gedenkartikel und es ging größtenteils eigentlich um den Wiederaufbau. Und es war eigentlich relativ klar in den ersten Jahren, der Nationalsozialismus ist schuld, dass Dresden bombardiert wurde. Und es war kein Trauertag. Begründet war das vor allem auch in der Verbindung damals eben noch von der Sowjetunion mit den Westalliierten. Dann kommen wir aber in eine zweite Phase. Dieses Narrativ ist einfach gekippt in der frühen DDR in Anti-Amerikanismus und vor allem so antifaschistische Wiederaufbaumotive mit dem klaren Opfer Dresden. Warum ist dieses Narrativ gekippt? Man kann es quasi historisch ziemlich nachvollziehen. Durch den Bruch der Westalliierten mit der UdSSR und dem ankommenden Kalten Krieg. Dresden wird dann quasi als Beweis dargestellt für den angloamerikanischen Bombenterror. Auch dieser Begriff stammt aus der DDR und diente auch gleichzeitig irgendwie mit zur Legitimation der DDR, weil es einfach dann diesen Anti-Amerikanismus im Kalten Krieg gewichen ist. Gleichzeitig wird Dresden dann eben als Opfer dargestellt und als Friedensmahnung neben anderen Kriegsverbrechen. Es wurde faktisch eigentlich das Nazi-Narrativ einfach gekippt, und zwar zu eigenen Zwecken quasi. Die Zerstörung von Dresden war letztendlich dann ein westalliiertes Kriegsverbrechen. Auch da wurden wieder die Todeszahlen auf hunderte Tausende hochgedichtet. Und das öffentliche Gedenken zum 13. Februar wurde dann nach den Vorgaben des Regimes organisiert. Ich habe zwei Zeitungsausschnitte, das eine ist aus 1951 und das andere wenige Jahre später, wo wir sehen, wie Narrative aufgebaut werden, die sich auch bis heute halten, die halt damals in das DDR-Narrativ gepasst haben. Links ist 1951, wir haben oben gestern Dresden, heute Korea und morgen Deutschland. Und auf der anderen Seite haben wir eine Einreihung von Dresden in beispielsweise Coventry, Warschau, Stalingrad, Hiroshima. Ich weiß nicht, ob ich da wirklich viel dazu erzählen muss. Hier wird gleichzeitig Dresden auf die gleiche Stufe beispielsweise mit Stalingrad, Warschau und so weiter gestellt, als faktisch ja, Kriegsverbrechen, die ja irgendwie gleichermaßen zu gewichten sind. Das sehen wir noch sehr oft, dass das durchaus gemacht wird. Dresden wird also zum Opfer wieder mal nur in einem anderen Regime und zum Exerzierplatz des jährlich stattfindenden Gedenkzirkuses. Wir haben ansonsten auch, nächstes Bild existiert immer noch auf dem Heidefriedhof, das Rondell mit verschiedenen Stelen. Und es ist wirklich immer hart, das zu sagen, da steht Dresden wirklich auf einer Stufe mit Auschwitz und Leningrad und dieses Ding steht in Dresden rum. Es kann schwierig geändert werden, weil leider Denkmal geschützt und so weiter. Aber wir reden wirklich von über 1 Million Menschen, die in Auschwitz ermordet wurden. Über 1 Million Menschen, die in Leningrad zwangsverhungert lassen wurden durch einen krassen Plan der Nazis auf einer Stufe mit Dresden. Deshalb, vielleicht ist es jetzt ein bisschen ne, konfrontativ, aber das steht halt in Dresden rum und das steht auch heute noch rum. Und das ist nicht irgendwie ein mit, ja, da haben damals Leute und so weiter, sondern das ist immer noch faktische Realität. Rechts haben wir den Obelisk in Nickern mit Wir gedenken der Opfer des angloamerikanischen Bombenterrors. Kommen wir zur nächsten Phase, der Phase der Friedensbewegung in der DDR. Dabei wurde das Gedenken wiederbelebt durch die DDR-Friedensbewegung vor allem auch. Wieder Kontext, Kalter Krieg, Aufrüstung, atomare Bedrohungen, NATO-Doppelbeschluss Ende der 70er und so weiter und so fort mit verschiedenen Protestaktionen für Frieden und für Abrüstung. Da ist auch dann das stille Gedenken an der Frauenkirche entstanden mit Blumen und Kerzen niederlegen. Hier wird das Gedenken in Dresden zum Mittel auch Systemkritik gegen das DDR-Regime, aber es wird eben diese Friedensthematik doll aufgemacht, dass Dresden das große Zeichen für Frieden sei. Dazu noch mit, ja, wenn man Frieden will, darf man keinen Krieg anfangen oder aufrüsten und so weiter. Nevertheless, irgendwie wurde dieser 13. Februar als Tag für Frieden als Thema ausgewählt und wurde damit ja auch wieder einigermaßen instrumentell eingesetzt. Es wird zum Mahnmal und so weiter. Warum das Friedensnarrativ absolut problematisch ist, sehen wir dann später auch nochmal in der gesammelten Kritik. Hier sind nochmal die Bilder, ihr kennt das wahrscheinlich aus den
verschiedenen Zeitungen oder wenn man selbst mal vorbeigelaufen ist. Kommen wir zur Wendezeit und den nationalen Taumel der 1990er. Nationaler Taumel nach der Wiedervereinigung. Endlich wieder Deutschland fahren. Man darf endlich wieder nationalstolz sein, anscheinend. Vor allem beispielsweise 2006 dann die WM, ne? Endlich wieder Flaggen. Und begründet wird das einigermaßen auch ein bisschen mit ja, einer gelungenen Wiedergutmachung. Es ist ja jetzt irgendwie gut. Und auch diese Versöhnungsnarrativ geht halt nicht als Frage hin, worum man bittet oder um Vergebung bittet, sondern irgendwie eine Forderung. Also ist ja jetzt auch mal gut, wir vertragen uns jetzt wieder, das ist jetzt hier vergeben und vergessen und so weiter. Dann passt das ja auch wieder. Außerdem, nur Opfer dürfen Versöhnung anbieten oder fordern. Und damit begibt sich Dresden selbst in wieder diese Opferrolle zum selbststilisierten Opfer. Wir kommen zur nächsten Sache, das ist die zerstörte Frauenkirche, passt auch mit in diese Zeit, der Ruf aus Dresden, nämlich der Ruf vor allem an die Westalliierten, Spenden zum Wiederaufbau der Frauenkirche zu sammeln. Ich sag's jetzt doch, wie es hier steht, denn um ganz dolle stolz auf Dresden und Deutschland zu sein, brauchen wir auch kitschige Altstädte, die aussehen, als hätten wir nie einen Vernichtungskrieg vom Zaun gebrochen. Endlich wieder Barock, Kunst, Kulturstadt, endlich gut mit Nazischuld, endlich ein Strich unter der Geschichte, endlich wieder stolz auf Deutschland sein. Die Spenden sind übrigens tatsächlich sehr schnell zusammengekommen und damit ja auch quasi ja ein Schuldeingeständnis der Westalliierten. Versöhnungsappelle ins Ausland gehen übrigens auch nur Richtung Westen und nicht hin zu den Opfern des NS-Regimes oder an Russland. Ich habe euch mal den Ruf aus Dresden, einen Teil davon mitgebracht. Was hier spannend ist, es war schon jahrzehntelang, war diese Ruine Anklage und Mahnmal für alle friedliebenden Menschen. Wir wollen uns nicht damit abfinden, dass dieses einmalige und großartige Bauwerk Ruine bleiben soll oder gar abgetragen wird. Wir rufen auf zu einer weltweiten Aktion des Wiederaufbaus der Dresdner Frauenkirche zu einem christlichen Weltfriedenszentrum im neuen Europa. Wir wenden uns insbesondere an die Staaten, die den Zweiten Weltkrieg geführt haben. Es ist uns dabei schmerzlich bewusst, dass Deutschland diesen Krieg entfesselt hat. Ja, okay, das musste man dann noch dazu schreiben. Wir wenden uns auch an die Siegermächte und die vielen Menschen guten Willens in USA, in Großbritannien und in aller Welt ermöglicht dieses europäische Haus des Friedens. Wir wenden uns an die Dresdner in der Ferne, dankt eurer Heimatstadt durch ein Opfer zur Wiedererrichtung der Frauenkirche. Opfer. 45 Jahre nach ihrer Zerstörung ist auch für uns die Zeit herangereift, die Frauenkirche als einen verpflichtenden Besitz der europäischen Kultur wiedererstehen zu lassen. Gut. Einmal nur kurz der sehr exemplarische Vergleich. Was wurde in Dresden wieder aufgebaut? Und was wurde nicht wieder aufgebaut? So eine barocke Semper-Synagoge hat man irgendwie vergessen, dass die ja mal da war. Kommen wir zum nächsten Part, der natürlich auch mitgehört, aber eigentlich nicht der Hauptpart dieses Vortrags ist. Dresden als rechtsextremer Aufmarschort. Ist jetzt nicht erst durch das Aufkommen von Pegida passiert, dass das irgendwie ein heiliger Ort für Neonazis aus halb bis ganz Deutschland ist. Schon zu Beginn der 1990er ist Dresden eben dieser Sehnsuchtort von Alt- und Neonazis und wird zur Hauptstadt der Bewegung. Und dieser Trauermarsch ist eigentlich exemplarisch nur für Dresden, weil der außerhalb von Dresden finden eigentlich weder kaum städtisches Gedenken und überhaupt keinen Trauermarsch statt. Die Bilder kennt ihr wahrscheinlich. Bernd aus dem Jahr 2010, Neonazi-Aufmarsch. Und da drüben sehen wir noch einen Kranz vom NPD-Kreisverband. Reaktion Nummer eins, nur damit ich es nicht auslasse. Es gab natürlich kontinuierlich antifaschistischen Gegenprotest. Meist mit Fokus auf eben auch Gedenken, Opfermythos und den Geschichtsrevisionismus. Es gab meistens bundesweite Mobilisierungen und die Störung von offiziellen Veranstaltungen und Gedenken. Auch Störungen auf dem Heidefriedhof und des stillen Gedenkens. Das war Reaktion Part 1. Es gab noch eine andere Reaktion auf die Nazi-Aufmärsche. Die habe ich mit einem Clown versehen. Die Menschenkette. Ich habe kurz einen Artikel vom Tagesspiegel mitgebracht, der das im Jahr 2014 sehr gut zusammengefasst hat. Gegen Nazis protestieren ist gut, aber das kann man doch auch anders machen. Dieser Satz kommt meist aus dem Mund von Leuten, die überhaupt nichts gegen Nazis unternehmen oder Symbolpolitik machen, ohne irgendwas zu erreichen, außer dem eigenen guten Gefühl.
Ein Beispiel dafür ist der jährliche Nazi-Aufmarsch in Dresden. Der wurde schon mehrfach gestoppt, weil Antifa-Gruppen zu Blockaden aufgerufen hatten. Hinterher werden aber stets die Bürger gelobt, die sich auf der anderen Elbseite im Kreis an den Händen festhielten. In der Tagesschau werden jedes Jahr die Falschen gefeiert. Was ist die eigentliche Kritik an der Menschenkette? Sie wurde eigentlich ins Leben gerufen, um halt auch ein bürgerliches Zeichen gegen den Neonazi-Aufmarsch zu setzen. Frage dabei ist aber so ein bisschen, was schützt man denn? Man schützt die Altstadt? Man schützt Dresden vor den Nazis, obwohl die Nazis Teil von Dresden sind? Wen schützt man eigentlich und warum schützt man das? Und was noch explizit dazugekommen ist, die Menschenkette findet zu komplett anderen Zeiten und Orten statt als der Neonazi-Aufmarsch. Also es hat sich komplett entkoppelt. Und das, was das noch schwieriger eigentlich an der Menschenkette ist, dass es sich komplett verselbstständigt hat zu einem ritualisierten Gedenkzirkus. Und es geht in erster Linie um deutsche Opfer, um deutsches Leid, außerdem diese Versöhnungsforderung, die irgendwie immer wieder in den Raum gestellt wird. Und was noch dazu kommt, in letzter Zeit sind noch mehr allgemeine Krieg ist schlecht Narrative in den Raum gekommen. Tatsächlich wurde 2023 der Bezug zum Ukraine-Krieg aufgemacht. Also Krieg ist halt irgendwie Krieg und Krieg ist irgendwie immer schlecht. Und darüber vergessen wir nochmal, wer den Zweiten Weltkrieg gemacht hat und was da eigentlich passiert ist. Weil Krieg ist ja einfach immer schlecht. Und Krieg ist auch schlecht, wenn er in Dresden ist. Außerdem gab es im Jahr 23 kein einziges Wort überhaupt zum Neonazi-Aufmarsch oder den Gegenprotesten, die dagegen stattgefunden haben. Es ist wirklich, es hat sich einfach verselbstständigt. Diese Menschenkette ist jetzt ein ritualisiertes Gedenken in Dresden. Was gehört noch zum ritualisierten Gedenkzirkus oder gehörte mit dazu? Es gab immer da auf dem Heidefriedhof, auch bei den Stelen, so ein Gedenkritual. Da wurden beispielsweise Verstorbene vorgelesen und da wurden einfach auch NS-Täter damit vorgelesen. Sind ja auch gestorben in Dresden und gehört zur deutschen Leitgeschichte mit dazu. Wird inzwischen aber nicht mehr gemacht, hat damals noch der Landtagspräsident von Sachsen verlesen. Außerdem eben die architektonischen Stelen sind immer noch da, wie sie da sind. Es gibt auf dem Heidefriedhof auch das trauernde Mädchen, was kindliche Unschuld und Naivität verkörpert, die dann auch mit auf die Stadt übertragen werden sollen. Und deshalb Dresden auch, das ist so ein bisschen in der Form, ich habe jetzt kein Bild, des Leiden Christis, also Dresden als die ultimative Leitgeschichte im Zweiten Weltkrieg. Außerdem haben wir noch die Kranzablegung dann eben am Altmarkt jetzt und die Gedenkinschrift, die, weil sie erneuert oder geändert oder wie auch immer werden sollte, dieses Jahr nicht da hing und sich deshalb die CDU entschied, na, dann machen wir einfach ein Transpi. Und stellen das nach. Und ich will euch an diesem Beispiel auch nochmal zeigen, wir hangeln uns ja hier so von Mahnmal zu Mahnmal. Es endet damit, damals kehrte der Schrecken des Krieges von Deutschland aus in alle Welt getragen, auch in unsere Stadt zurück. Und das ist das Gleiche wie Dresden neben Leningrad und Auschwitz zu stellen. Das ist nicht der gleiche Krieg, der irgendwie zurückgekommen ist. Nachdem man millionenfachen Massenmord in Europa gemacht hat, das ist nicht der gleiche Krieg. Aber das ist das Gleichsetzen dieser beiden Sachen. Kommen wir zur Allgemeinkritik. Oh, ich glaube, ich schaffe das zeitlich sogar. Passend. Worum geht es eigentlich? Es geht uns ums kollektive Erinnern. Es geht nicht darum, dass Einzelpersonen, Menschen, die sie in ihrer Familie verloren haben, nicht betrauern können sollen. Natürlich. Es geht um kollektives Erinnern und ein kollektives Gedächtnis. Also um eine kulturelle und politische Praxis auf dieser strukturellen Ebene, auf der Öffentlichkeitsebene. Wie tradiert man überhaupt Erinnerungen? Und das ist natürlich immer die politische Frage von Erinnerungskultur und auch Geschichtspolitik. Denn quasi das, was kollektiv erinnert wird, wird politisch entschieden, durch Identität der Erinnerten bestimmt und symbolisch zu einer bestimmten Funktion aufgeladen. Hangeln wir uns noch durch, Opferidentität und Schuldabwehr in der deutschen Erinnerungskultur. Es kam auch oft mal der Satz, ja, Deutschland ist der Erinnerungsweltmeister, wir haben uns an alles erinnert, was wir mal getan haben. Das Problem ist, dass diese Probleme in dieser Erinnerungskultur selten als Ursache für Rechtsruck mitgedeutet werden und sich ja auch antisemitische Bilder immer weiter noch vorziehen und schlimmer werden. Und, das hatte ich vorhin schon mit dieser individuellen und kollektiven Ebene, das nationale Gedächtnis ist immer auch das persönliche Familiengedächtnis. Das heißt, die Vorfahren erzählen natürlich nicht vom deutschen Vernichtungskrieg, sondern vom Krieg. Von Opfer von Bomben, Bespitzelung, von Terror, Gefangenschaft und so weiter. Und das überlagert einfach diese Geschichtsbildung in Deutschland, die halt auch
mit gewissen Abwehrhaltungen gerade gerückt wird. Spannend fand ich dazu die Memo-Studie, dass 68,9% der Befragten meinten, sie hätten keine Täter unter ihren Vorfahren gehabt. Tatsächlich waren 0,3% der Deutschen im Widerstand. Was findet damit statt durch diese Abwehrmuster und dieser Schuldabwehr? Natürlich eine gewisse Täter-Opfer-Umkehr und vor allem auch Wut und Schuldzuweisung an die, die die verdrängte Erinnerung und Täterfamiliengeschichten auch aufzeigen und damit auch Jüdinnen und Nachfahren der Verfolgten und krassierender Antisemitismus. Insbesondere in Dresden ist es dann noch genährt mit diesem, ja, der angloamerikanische Bombenterror und diese Opferidentität ist einfach perfekt. Dresden zeigt eigentlich nur eins, und zwar die eigene vermeintliche Opfergeschichte und sehr selten die NS-Tätergeschichte. Und diese kollektive Erinnerung trauert um die eigene Stadt. Das, worum es am 13. Februar geht beim Gedenken, ist, wir betrauern unsere eigene Stadt, die Zerstörung, das Leid und so weiter. Und wir fordern natürlich auch Versöhnung ein, weil uns hat man ja was angetan und wir nicht anderen und so weiter. Da haben wir auch wieder, der Krieg kehrte zurück, diese Gleichstellung und auch diese Stehen am Heidefriedhof, um es nochmal in der Klarheit zu sagen, das ist eine Negation von der Singularität des Holocaust und des industriellen Massenmords des NS damals. Und was die Kehrseite davon natürlich auch ist, es überschattet andere Gedenktage und Traditionen. Die Tage, die ich vorhin auch schon genannt habe. Es ist also eine gewisse Erinnern als testimoniale Unterdrückung, wäre der Fachbegriff dazu. Es unterdrückt die Erinnerung und das Wissen über Verfolgte und Wissen über Täterorte. Und es reproduziert sich auch. Weil wer es nicht weiß, findet die Erinnerungspraxis irgendwie richtig. Und wer darauf angesprochen wird, reagiert abwehrend, weil halt die Identität und die Gefühle daran hängen. Und diese Schuld- und Wissensabwehr kommt halt bis dahin, dass historische Ursachen verdreht werden und die Umstände der Bombardierung Dresdens eigentlich keine Rolle mehr spielen. Und diese typischen Gegenargumente, ja, die barocken Gebäude, der kulturelle Wert der Stadt wurde zerstört oder der Krieg war ja eh schon vorbei. Wir haben vorhin schon gelernt, ganz sicher nicht. Ansonsten bildet sich die Dresdner Identität dann auch einfach als Leitgemeinschaft. Und damit wird deutsche Schuld schon wieder relativiert und es findet diese Entkontextualisierung ab. Die Grausamkeit der Alliierten gegen die Grausamkeit der Deutschen. Und irgendwie ist ja alles Grausamkeit und Krieg ist ja immer irgendwie schlecht. Jedes Leid ist schlimm, Krieg ist immer schlimm. Außerdem, dass viele sprechen über nur Zerstörung und den Wiederaufbau, sind Topoi, die eigentlich nur ein Opfer zulassen. Also eine Unschuldige, ein deutsches Leid irgendwie zulassen. Und auch hier nochmal der Reminder, es geht nicht darum, dass Vorfahren von in Dresden lebenden Personen verstorben sind. Es geht nicht um diese persönliche Ebene. Es geht wirklich um diese kollektive Gesamtebene. Dann ist Dresden, um den einen Punkt nochmal komplett aufzurollen, auch eine Bühne eines Versöhnungstheaters. Diese ganze Friedenssymbolik hat ja wieder diesen Hintergrund, Krieg ist immer schlecht. Krieg, egal welcher, nehmt welchen ihr wollt, Krieg ist einfach immer schlecht. Und diese Versöhnungsforderung hält sich. Und das ist ja eben die Frage, Versöhnung mit wem und warum? Weil diese Versöhnungsforderung entweder in Richtung der NS-Opfer geht, was einfach die falsche Richtung ist, oder tatsächlich das Schuldeingeständnis gegenüber den Westalliierten, sie haben ja unsere Stadt zerstört, einfordert. Frieden fordern in der Regel Opfer oder neutrale Akteure und eben nicht Täter. Und Frieden auch ein bisschen als moralische Überheblichkeit und Schuldabwehr. Letztlich ist Dresden auch eine Bühne des Vergessens. Gerade das, was wieder aufgebaut wurde. Innenstadt und Altstadt fast perfekt detailgetreu wieder aufgebaut, bis auf die Semper-Synagoge. Und damit hat man auch diese Erzählung der Kunst- und Kulturstadt einfach wiederhergestellt. Damit läuft das einfach durch und es ist ja faktisch ein manisches Vergessenmachen von was passiert ist, einer schrecklichen Vergangenheit. Und selbst diese Mahnung, die die Frauenkirche mal ausstrahlen sollte, verwittert einfach. Außerdem Verselbstständigung der Menschenkälte, da ist mir noch ein Fakt zu diesem Jahr eingefallen. Hilbert rief am 13. Februar dieses Jahr auf, doch den Opfern des NS zu gedenken. Es ist der falsche Tag. Es ist einfach nicht der Tag. Der Tag, an dem Dresden bombardiert wurde, ist so immanent mit der deutschen und Dresdner Leidensgeschichte verbunden, dass es schon wieder anmaßend wäre, am 13. Februar den Opfern des NS zu gedenken. Dafür gibt es viel wichtiger und andere Gedenktage, in die viel mehr investiert sein muss. Und deshalb kommen wir auch einfach zu dieser Conclusio, egal welche Lesart man diesem Gedenkzirkus geben will, von sehr bürgerlich oder halt nicht neonazistisch anmutend, aber trotzdem in diesem kollektiven Gedenken
bis hin zu natürlich den tatsächlichen Neonazis. Egal, welche Lesart man dem schenken will, der Fokus am 13. Februar liegt immer auf deutschem Leid und Zerstörung in Dresden. Und das lässt sich nicht drehen. Deshalb die absolute Forderung in dem Sinne, das kollektive Gedenken einfach abzuschaffen. Dieses ganze ritualisierte Gehabe zu lassen. Und was man stattdessen tun kann, weil die Frage natürlich ja auch aufkommt, zum einen keinen Schlussstrich unter die Geschichte zu ziehen. Zum anderen eine plurale Erinnerungskultur an die Verfolgte und Opfer des NS-Regimes zu schaffen. Ich weiß nicht, ob ihr bei gewissen Veranstaltungen mal da wart, aber also zur Menschenkette kommen 10.000 rund Leute zusammen. Wie viele sind am 27. Januar am alten Leipziger Bahnhof oder an der Synagoge? Und auf der anderen Seite natürlich auch eine Aufarbeitung der Tätergeschichte, Täterorte sichtbar machen, den Menschen klar machen, was alles passiert ist und aufzuklären, statt einfach nur zu verklären. Und genau da muss ich noch super lohnend, lobend anbringen, der Mahngang Täter in Spuren macht das seit Jahren, die an verschiedene Orte in Dresden gehen, jedes Jahr zu einem neuen Thema, sich die Täter in Orte einfach rauszusuchen und klar aufzuzeigen, was hier während des NS passiert ist. Jetzt haben wir den ganzen Gedenken abschaffen in einer sehr langen Art und Weise, einmal aufgearbeitet und natürlich kritisiert, was auch heute was am heutigen Gedenken absolut schief läuft und nicht korrigierbar ist, aber natürlich trotzdem nicht vergessen und damit bin ich am Ende, natürlich trotzdem am 13. Februar Nazis stoppen. Das kann man am 13. Februar gut und gerne noch machen. Danke euch. Ja, Anne, bin ich laut? Hallo, hallo? Ja. Ja, Anne, vielen, vielen Dank für den Vortrag, für die ganze Aufarbeitung und die Recherche. Oh, ich muss noch den Menschen von Dresden widersetzen danken, weil das richtig, richtig, richtig viel Arbeit war, diesen ganzen Kram rauszusuchen, sich irgendwelche Zeitungen von 1950 zu besorgen und was weiß ich was nicht alles. Also applaudiert gerne mal für die lieben Menschen, die das alles inhaltlich gemacht haben. Auf jeden Fall ist ja wirklich richtig viel drin und ja, habt ihr jetzt Fragen an Anne? Das ist jetzt vielleicht auch der Publikum. Fragen und vielleicht hat es euch auch alles ein bisschen in der Fülle überfahren. Vielleicht bis, wenn ich aus dem Saal komme, ich habe eine, die ich mir eigentlich schon sehr lange stelle. Du hast ja jetzt viel auch vom Friedhofsgedenken immer im Norden erzählt. Was ist die Begründung der Stadt, dass die das eigentlich zulassen? Warum ist das keine Volksverhetzung? Warum dürfen die da demonstrieren und so tun, als ob. Was ist denn eigentlich diese Begründung dafür? Dass die Nazis noch den Heidefriedhof so ein bisschen... Warum sind die auf dem Heidefriedhof? Fragt die Dresdner Versammlungsbehörde, würde ich sagen, aber das ist keine Frage an mich eher. Okay. Es ist halt Part davon. Immerhin, was man zustimmend sagen muss, immerhin ist dieser öffentliche Gedenkakt auf dem Heidefriedhof, der ist eingestampft worden. Also diese Opfernamensverlesung, weil man irgendwann doch mit ein paar Skandalen drauf gekommen ist, dass das nicht so cool ist, NS-Täter als arme Opfer vorzulesen. Aber ja, es findet weiterhin statt und auch das, was jetzt einfach nur auf dem Altmarkt mehr oder minder verlagert wurde mit verschiedenen Kranzablegungen oder eben die Menschenkette, abschaffen. Bin ich total bei dir. Haben wir noch Fragen? Ansonsten, falls noch Fragen aufkommen oder auch verschiedene Quellen, es waren ein paar drin zitiert, ich wollte euch jetzt nur nicht zuwerfen mit so einer riesen Liste. Hier müsstet ihr alle möglichen Kontaktmöglichkeiten, Folgemöglichkeiten, alles Mögliche finden. Wir suchen auch gerne, falls wirklich Leute Bock haben, auf diese ganze Bildungsarbeit, weil es wirklich viel auf die Beine zu stellen ist, nicht nur gegen Nazis zu sein, sondern auch gegen dieses bürgerliche Gedenken was entgegenzusetzen und eine verantwortungsvolle Erinnerungskultur zu schaffen. Schreibt uns gern und bringt euch ein. Ihr habt ja auch regelmäßige Pläne, zu denen man kommen kann. Ja, dann nochmal vielen, vielen lieben Dank, Anne. Sie läuft ja auch noch ein bisschen rum. Ja.